Also, ein 13-Jähriger kommt zu mir zur Kontrolle, weil er hat Mühe in der Nähe, hat etwas Augenmüdigkeit, Kopfschmerzen. Er ist bewusst von der Tat, dass er kann sehr gut mit dem rechten Auge in der Ferne sehen und sehr gut mit dem linken Auge in der Nähe sehen. Denn es ist wie zu sagen eine Monovision. In Jargon, wir sprechen über Antimetropie, wenn ein Auge weitsichtig ist und das andere Auge kurzsichtig ist. Also, ich bin nicht der Meinung, dass eine Person so gehen sollte, weil einfach die Sehqualität, die Qualität der Sehschärfe ist nicht gut. Ein Kind braucht zu lesen, braucht zu lernen. Die Geschwindigkeit, die Lesegeschwindigkeit muss schnell sein. Umso schneller man liest, desto besser und schneller auch das Lernen ist. Und wenn man keine Brille in diesem Fall trägt, dann einfach die Augen arbeiten nicht gut zusammen. Die Augen arbeiten nicht gut zusammen, dann das bedeutet, dass wenn man für die Ferne mit einem Auge schaut, es ist tatsächlich wie nur ein Auge sehen würde, das andere Auge ist wie abgedeckt oder fast ganz verschwommen, diese Hälfte vom Gesichtsfeld ist ganz verschwommen und dann umgekehrt in der Nähe. In der Nähe, nur das Auge, das kurzsichtig ist, wird ein scharfes Bild haben und das andere Auge ist unscharf. Dann probier mal zu lesen, was zu lesen, also ein Chronometer nehmen. Ein Auge abdecken und probieren, was zu lesen. Und dann wiederholen in eine andere Seite mit beide die Augen zusammen und vergleichen die Zeit der Wörter, das man gelesen hat. Ich habe es selber probiert und von mir aus, es war eindeutig der Unterschied. Und die Stereofunktionen, also die Kapazität der Augen zusammen zu arbeiten, ist nicht nur Lernen, es ist nicht nur Qualität, es ist auch in andere Bereiche, zum Beispiel Sport treiben. Sportler machen Vision Training, um die Zusammenarbeit, um die Stereofunktionen, um diese Zusammenarbeit zu verstärken und zu optimieren. Dann es ist klar, dass in diesen Fällen Monovision ist nicht erlaubt, sondern bei Erwachsenen. Die Erwachsenen müssen nicht so viel lernen und es ist okay in solchen Situationen. Muss man nicht unbedingt eine Gleitsichtbrille zu haben, muss man nicht unbedingt, viele Situationen ist anders. Aber wenn man um Qualität geht und wenn man um Kinder geht, von dieser Meinung bin ich nicht. Und sollte man in diesem Fall immer eine Brille, Kontaktlinsen, irgendwie die Refraktionsanomalie ausgleichen.